Ja, du. Ja, dich meine ich. Komm mal her. Näher, ja. Die folgende Geschichte stammt aus der Feder von Ellie K. Road. Und Ellie schreibt nicht nur Geschichten für meinen Kanal. Nein, Ellie schreibt auch, ja, Bücher. Und falls du dich für gute, gruselige Bücher interessierst, oben rechts am Bildschirm ploppt jetzt ein kleines i auf. Da kannst du mal draufklicken. Und hier findest du einen Link zu Ellies Buch Albtraumfänger, die Finsterberg-Chroniken. Albtraumfänger ist ein Kurzgeschichtensammelband über die fiktive Kleinstadt Finsterberg. Vordergründig ein idyllisches Fleckchen. Doch wer es wagt, hinter die Fassade dieser Idylle zu blicken, wird erkennen, dass Finsterberg ein düsterer, seltsamer und widernatürlicher Ort ist. Wenn dich das neugierig gemacht hat, klick auf den Link oben rechts und hab viel Spaß mit einem tollen Buch von einer tollen Autorin. Stadt der Albträume von Ellie K. Road. Simon Wolf ist mit jeder Faser seines Körpers Kriminalbeamter. Okkultismus und Aberglaube haben in seinem Alltag keinen Platz. Er glaubt nur, was mit handfesten Beweisen belegt werden kann. Doch all das soll sich ändern, als er eines Morgens zum Tatort eines grausamen Verbrechens gerufen wird. Ein junges Mädchen, ermordet und grauenhaft zugerichtet. Die Lösung dieses Falles führt ihn in eine Welt voller Finsternis und dämonischer Kräfte. Alles, woran er glaubt, wird in Frage gestellt, und schließlich findet er sich in den Fängen einer Kreatur wieder, die nicht bösartiger sein könnte. Ihr Name ist Malfas und ein höllischer Pakt scheint unausweichlich. Doch all dem muss sich Simon glücklicherweise nicht allein stellen. Seine Frau Sonja, ihres Zeichens Psychologin, und der Professor für Okkultismus Max Fischer sind nur einige der Personen, die ihm bei der Lösung kniffliger und zum Teil auch übernatürlicher Fälle zur Seite stehen. Denn wer an einem Ort wie Finsterberg lebt, der ist gut beraten, enge Freunde um sich zu scharen. Finsterberg, ein unscheinbarer Name für ein beschauliches Dörfchen, in dem nichts so ist, wie es auf den ersten Blick den Anschein macht. Nur wer mutig genug ist und mit wachem Verstand durchs Leben geht, der sollte es wagen, an der Seite von Simon Wolf einen Fuß in dieses falsche Idyll zu setzen. Eine friedliche Ruhe umgibt das Haus, dessen Schieferdach vom bläulich schimmernden Schein des Mondes erhellt wird. Träge ziehen dicke Schäfchenwolken über den Nachthimmel. Hinter ihnen versteckt sich ein Meer aus funkelnden Sternen. Sonja wandelt in einem Zustand zwischen Schlaf und Wachsein. Sie spürt, wie sich der Druck um ihre Taille verstärkt, als jemand Simon sie mit seinem Arm näher an sich heranzieht. Sein warmer Atem streicht über ihren Nacken. Es kitzelt ein wenig, als die Stoppeln seines 3-Tage-Bartes über ihre nackte Haut streichen. Ruhig und regelmäßig schlägt sein Herz, das sanft gegen ihren Rücken pocht. Die Wärme, die sein Körper ausstrahlt, greift auch auf sie über. Sie genießt diesen Zustand, kuschelt sich noch enger an ihn, als plötzlich der grässlich schrille Ton seines Diensthandys die sanfte Stille zerreißt. »Simon, die Arbeit«, nuschelt sie schlaftrunken, nachdem ihr Mann auch nach mehreren Sekunden keine Anstalten macht, sich zu rühren. Ein unzufriedenes Brummen, dann kommt Bewegung in seinen Körper. »Kriminalkommissar Wolf«, grummelt er in das Telefon. Seine Aussprache klingt verwaschen. Mit zusammengezogenen Augenbrauen zieht sich Sonja die Decke bis unter das Kinn. Jetzt, wo sein warmer Körper das Ehebett verlassen hat, fröstelt sie. Sind die Rechtsmedizin und die Spurensicherung schon informiert? Gut, die soll mit ihrer Arbeit schon einmal anfangen. Ich komme so schnell wie möglich zum Tatort. Was? Nein, sie weiß noch nichts. Wird aber wohl nicht mal lange dauern, bis man sie anruft. Also bis gleich, flüstert Simon ins Telefon. Sie kann hören, wie er in der Dunkelheit nach seiner Kleidung kramt. Sonja? Bevor er weiterreden kann, bringt ihn auch schon der helle Klingelton ihres eigenen Handys zum Schweigen.
Mit geschlossenen Augen, das Gesicht fest in das Kissen gedrückt, angelt sie mit ihrer Hand nach dem Gerät, das wild blinkend auf ihrem Nachttisch liegt. Sonja Wolf, meldet sie sich flüsternd, wobei die Daunen des Federkissens einen Großteil ihrer Worte verschlucken. Frau Dr. Wolf, hier spricht Linda Meissner aus dem St. Nikolaus. Herr Dr. Steiner bat mich, Sie zu kontaktieren. Eine Ihrer Patientinnen ist heute Nacht verstorben. Fiona Alp, augenscheinlich ein Selbstmord. Wir haben die Polizei bereits kontaktiert, aber es wäre wohl besser, wenn Sie als Ihre behandelnde Psychologin auch vor Ort sind, erklärt ihr eine sanfte Frauenstimme am anderen Ende der Leitung. Schlagartig ist Sonja wach. Mit weit geöffneten Augen schießt sie nach oben. Die plötzliche Bewegung bringt ihren Kreislauf durcheinander und ruft ein übelkeiterregendes Schwindelgefühl hervor. Ich komme sofort. Bis gleich. Ohne eine Antwort abzuwarten, beendet sie den Anruf und reibt sich mit beiden Händen über das Gesicht. Ihre Augen brennen vor Müdigkeit. Das grelle Licht der Deckenlampe, die Simon soeben eingeschaltet hat, verbessert das unangenehme Gefühl nicht wirklich. Vielmehr verstärkt es noch die Schmerzen, die dumpf gegen ihre Schläfen pochen. Kanntest du sie gut? Erkundigt sich Simon und streift sich dabei ein Pullover über den Kopf. Nein, sie war noch nicht lange meine Patientin. Ich habe sie von einem Kollegen übernommen, der mit seinem Latein am Ende war. Wenn es hochkommt, dann hatte ich 6 Sitzungen mit ihr. Ihre Diagnose lautete auf paranoid-halluzinatorische Schizophrenie. Ungewöhnlich stark ausgeprägt für ihr junges Alter von 22. Der Manifestationsspiegel liegt im Durchschnitt zwischen 30 und 40 Jahren, erklärt sie ihm. Sie schwingt die schlanken Beine über dem Bettrahmen und pustet sich eine rot gelockte Strähne aus dem Gesicht. Ich habe nur die Hälfte verstanden von dem, was du gesagt hast. Der verwirrte Blick, mit dem ihr Mann sie betrachtet, entlockt Sonja ein kurzes Lächeln. Soll ich dich mitnehmen, Rotschopf? Zwinkert Simon ihr zu, als sie sich seufzend von der Matratze erhebt und zu ihrem Kleiderschrank schlurft. Eine Gratisfahrt im Polizeiauto? Das sag ich doch nicht nein, Herr Kommissar, scherzt sie und verschwindet mit ein paar Kleidungsstücken im Arm in Richtung Badezimmer. Eine Stunde später. Psychiatrische Abteilung des St. Nikolaus. Abteilung A. Mit zusammengepressten Lippen, die Hände tief in den Taschen ihres dunkelgrünen Mantels vergraben, sieht Sonja dabei zu, wie der Leichnam ihrer ehemaligen Patientin abtransportiert wird. Der schmächtige Körper wirkt unnatürlich klein in dem viel zu großen schwarzen Leichensack. Von ihr bleibt nicht mehr zurück als das Blut, das sich unbarmherzig in Matratze und Bettwäsche gefressen hat. Der einst schneeweiße Stoff ist nun in einem tiefdunklen Rot gefärbt. In den letzten Wochen kam es häufiger vor, dass Patienten ein ungewöhnlich aggressives und selbstverletzendes Verhalten an den Tag legten. Aber ein solch schreckliches Ende konnte glücklicherweise immer verhindert werden. Bis heute zumindest. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Wir haben wirklich alles überprüft, bevor wir die Zimmer verschlossen haben. Es ist mir ein Rätsel, wie das passieren konnte. Das Schluchzen der Nachtschwester dringt nur dumpf an Sonjas Ohren, als hätte jemand die Lautstärke der Umgebung nach unten geschraubt. Mit hilfloser Miene versucht der Kriminalbeamte David Jungblut, die weinende Frau zu beruhigen. Das wird schon wieder. Wir können mit Ihrer Aussage auch morgen weitermachen, wenn Sie sich wieder etwas erholt haben. Kommen Sie doch einfach um 8 Uhr aufs Präsidium, schlägt er vor und tätschelt ihr dabei in einer unbeholfenen Geste den Rücken. Hört sich nach einem guten Plan an, Stefanie. Lass dich von deinem Mann abholen und dann nimm dir die nächsten Tage frei. Dr. Steinhardt und ich übernehmen den Rest. Du kannst uns jederzeit anrufen, wenn du Gesprächsbedarf hast. Eilt Sonja dem Kollegen ihres Mannes zur Hilfe. Mit einem trostspendenden Blick streichelt sie der Krankenhausmitarbeiterin über die Schulter, woraufhin diese erneut haltlos zu schluchzen beginnt. Sonja, kannst du bitte mal herkommen? Ruft Simon seiner Frau zu, die sich daraufhin mit einem Lächeln von David Jungblut und der Nachtschwester verabschiedet. Habt ihr schon etwas herausgefunden? Erkundigt sie sich im Flüsterton. Ja, und das ist nichts für schwache Nerven, laut der Ersteinschätzung unseres Leichenflatterers Sebastian. Du sollst ihn nicht so nennen, fährt sie ihm in einem scharfen Ton über den Mund. Er atmet einmal übertrieben schwer aus, bevor er genervt fortfährt. Laut der Ersteinschätzung unseres Rechtsmediziners Sebastian hat sich das Opfer die Pulsader mit ihren eigenen Zähnen aufgerissen. Anschließend hat sie sich allem Anschein nach, nachdem sie ihre Schmierereien an die Wand gemalt hat, ins Bett gelegt und seelenruhig auf den Tod gewartet. Dieser trat schätzungsweise gegen Mitternacht ein.
plus minus den üblichen Abweichungen. Ihr blutverschmierter Mund, Hautreste zwischen den Zähnen und die Bisswunden an ihren Armen sprechen für diese Theorie. Aber alles unter Vorbehalt natürlich. Um absolut sicher sein zu können, müssen wir den Obduktionsbericht und die Ergebnisse aus dem Labor abwarten. Fassungslos starrt Sonja mit aschfahlem Gesicht in das verwaiste Patientenzimmer, in dem sich noch immer eine Handvoll Männer und Frauen in weißen Ganzkörperanzügen aus Plastik tummeln. Akribisch drehen sie jeden Zentimeter auf links, pinseln Oberflächen ab und verstauen Gegenstände in durchsichtige, mit Nummern versehene Plastiktüten. Welche Schmierereien? Mit ausgestrecktem Zeigefinger deutet Simon schweigend auf die linke Seite des Zimmers. Sonja lehnt sich etwas nach vorne, um einen Blick auf die blutverschmierte Wand werfen zu können. In roten, krakeligen Buchstaben steht dort das Wort Lycresix geschrieben. Blutstropfen haben sich aus den Linien gelöst und sind in langgezogenen Bahnen über den glatten Putz geflossen. Was soll das heißen? Wundert sich Sonja, woraufhin ihr Mann laut aufschnaubt. Du bist die Psychologin. Ich hatte gehofft, dass du mir das erklären könntest. Alles in Ordnung mit dir? Simon, der um einiges größer ist als seine Frau, beugt sich ein Stück zu ihr herunter und betrachtet sie eindringlich. Ja, obwohl ich schon so lange als Psychologin arbeite, erschreckt es mich manchmal dennoch, zu was verzweifelte Menschen fähig sein können, antwortet sie leiser. Sie dreht das Gesicht leicht in seine Richtung, wendet es von dem grauenerregenden Tatort ab und sieht ihn direkt an. Er sieht genauso müde aus, wie sie sich fühlt. Die dunklen Schatten unter seinen Augen heben sich deutlich von der hellen Haut ab und die kurzen Strähnen seiner braunen Haare stehen wild in alle Richtungen ab. Verstohlen sieht Sonja sich um. Als sie sich sicher ist, dass sie niemand beobachtet, streicht sie ihm mit den Fingern durch das Haar. Ein kläglicher, aber auch liebevoller Versuch, die Mähne zu bändigen. Menschen können unfassbar schreckliche Dinge tun, wenn sie verzweifelt sind. Wie ein verwundetes Tier, das man in die Ecke drängt. Er legt eine kleine Pause ein, bevor er weiterspricht. Hör zu, ich müsste nur noch einige Dinge mit David besprechen, dann wäre ich hier soweit fertig. Für die Akten bräuchte ich von dir eine Stellungnahme zum Gesundheitszustand des Opfers, körperlich wie mental. Aber das hat alles bis morgen Zeit. Sonja schüttelt energisch den Kopf. Nein, sowas sollte nicht warten. Ich mache mich gleich an die Erstellung des Gutachtens. Ihre Familie hat es verdient, dass die Ermittlungen so zügig wie möglich zu einem Ende gebracht werden, damit sie ihr Kind zu Grabe tragen und trauern können, widerspricht sie ihm. Es ist 2 Uhr morgens, stellt Simon mit einem raschen Blick auf seine Armbanduhr fest. Du willst jetzt noch arbeiten. Was du heute kannst besorgen, lächelt sie und drückt ihm einen Kuss auf die Wange. Besprich dich in Ruhe mit David und dann fahr nach Hause. Ich rufe dich an, wenn ich hier fertig bin, und dann darfst du mich begleitet von einem frischen Milchkaffee und einem knusprigen Croissant hier abholen. Ohne eine Antwort abzuwarten, löst sie sich von ihm und marschiert schnurstracks in Richtung ihres Büros. Die Absätze ihrer Schuhe klackern bei jedem Schritt laut auf dem Marmorboden. Kopfschüttelnd sieht Simon ihr nach, bevor er in einem rauen Ton nach seinem Kollegen ruft. David, hör auf mit den Krankenschwestern zu flirten und komm her! 15 Minuten später, Büro von Diplompsychologin Dr. Med Sonja Wolf. Es klappert laut, als Sonja die tiefe Schublade des metallenen Aktenschrankes auszieht, um nach den entsprechenden Patientenunterlagen zu suchen. Ihre Finger tänzeln eine Weile über die dünnen Ordner, bis sie die richtige Mappe ausfindig gemacht hat. Dann wollen wir mal, raunt sie sich selbst zu. Sie stellt die dampfende Tasse mit dem frisch aufgebrühten Kaffee zur Seite und breitet die Unterlagen vor sich auf dem Schreibtisch aus. Mit einer eleganten Bewegung lässt sie sich auf ihrem Stuhl nieder. Während sie die Papiere studiert, tippt sie mit ihrem Kugelschreiber, begleitet von einem leisen Klicken, immer wieder auf die Tischplatte. Patientenakte 01999, Fiona Alp, geboren am 6.6.1996. Alter bei der Aufnahme 22 Jahre, Geschlecht weiblich, Diagnose paranoid-halluzinatorische Schizophrenie. Erste Sitzung, 1. August 2018. Aktenvermerk. Übernahme der Patientin von Dr. Steinhardt. Angstzustände haben an Intensität zugenommen. Medikamente scheinen nicht anzuschlagen. Patientin wirkt verwirrt und orientierungslos. Sie klagt über Schlaflosigkeit infolge von Albträumen. Laut ihrer Aussage ist es, als würde sie im Schlaf auf einen Fernseher starren,
der kein Bild, sondern nur graue Farbverläufe zeigt. Behandlungshinweis, Verschreibung von Beruhigungsmittel, Psychopharmaka austauschen, in Klammern Nebenwirkungen beachten. Zweite Sitzung, 25. August 2018. Die Beruhigungsmittel haben nicht die gewünschte Wirkung gezeigt. Die Patientin leidet immer noch unter Episoden akuter Schlaflosigkeit. Die Albträume haben laut ihrer Aussage zugenommen. Auf Nachfrage gibt sie an, mittlerweile schemenhafte Gestalten und abstrakte Formen erkennen zu können. Die Intensität ihrer Angstzustände ist weiterhin besorgniserregend. Behandlungshinweis: Dosis der Beruhigungsmittel erhöhen, Termin mit dem Schlaflabor vereinbaren, Überweisung zum Neurologen, Check-up, Nachtrag, Untersuchung ohne Befund. Dritte Sitzung, 6. September 2018. Der chronische Schlafmangel der Patientin zeigt erste körperliche Auswirkungen. Ungesunde Gewichtsabnahme infolge von Appetitlosigkeit. Patientin klagt vermehrt über starke Migräneanfälle und Übelkeit. Traumwelt der Patientin hat sich erneut verändert. Im Gespräch teilt sie mit, jetzt von einer Stadt zu fantasieren. Eine Welt bestehend aus bizarren Gebäuden. Dieser Ort ist ihr unbekannt. Vermerk, kein Hinweis auf solche Stadt in ihrer Vita zu finden. Behandlungshinweis: Überweisung zum Internisten zur Abklärung eventueller organischer Ursachen. Nachtrag: Untersuchung ohne Befund. Vierte Sitzung, 29. September 2018. Die körperliche Gesundheit der Patientin baut immer weiter ab. Aktueller Zustand: Wirkt ungepflegt, verweigert Besuche der Duschräume. Haut ist blass und gräulich verfärbt. Haar ist spröde, zerzaust. Unterblutung der Bindehaut, beidseitig. Hyposphagma. Zustand der Zähne ist besorgniserregend. Ausgefallene Zähne in Ober- und Unterkiefer. Kreisförmige dunkle Schatten um beide Augen. Halonierte Augen. Die Patientin hat weitere Wahnvorstellungen entwickelt. Sie fühlt sich verfolgt, kann aber nicht erklären, von wem. Es handelt sich um einen körperlosen Schatten, der auch immer wieder in ihren Träumen erscheinen würde. Sie berichtet zu verschiedenen Tageszeiten das Schlagen einer Glocke zu hören. Außer ihr könne niemand anderes dieses Geräusch, in Klammern Hinweis Auslöser für die Migräneattacken, vernehmen. Mittlerweile könne sie sich in ihrem Albtraumgebilde frei bewegen, luzides Träumen. Auf Nachfrage teilt sie mit, noch immer von dieser unbekannten Stadt zu träumen. Die Darstellungsform dieses Ortes variiere von Traum zu Traum. Behandlungshinweis: Infusion von Vitaminen und Mineralien, wenn nötig künstliche Ernährung einleiten. Fünfte Sitzung, 10. Oktober 2018. Patientin wirkt verwahrlost und scheint nicht bei vollem Verstand zu sein. Aktenvermerk: Therapiesitzung musste abgebrochen werden, da die Patientin selbstverletzendes Verhalten an den Tag legte. Nur dank des reaktionsschnellen Eingreifens zweier Pfleger konnte verhindert werden, dass die Patientin sich selbst die Augen auskratzt. Nachtrag: Trotz intensiver Überwachung gelang es der Patientin, einen Stift aus dem Kunstraum zu entwenden. Mit diesem versuchte sie, ihre Trommelfelle zu punktieren. Irreparable Beschädigung des Gehörgangs kann auch nicht ausgeschlossen werden. Behandlungshinweis: Krisenintervention, schlaffördernde Medikamente sowie Beruhigungsmittel, bei Bedarf intravenös. Im äußersten Notfall 5-Punkt-Fixierung anwenden. Fallbesprechung bei der kommenden Supervision. Sechste Sitzung, 28. Oktober 2018. Patientin ist zwar ansprechbar, reagiert aber auf keine Frage. Ungewöhnlich starker Zerfall von Psyche und Körper. Bisher sind weitere Versuche, sich selbst zu verletzen, unterblieben. Patientin hat damit begonnen, Selbstgespräche in einer erfundenen Sprache zu führen. Eine weitere Sitzung ist unter den derzeitigen Umständen nicht möglich. Die Miene des Kugelschreibers kratzt leise über die raue Pappe, als Sonja in geraden Buchstaben die Worte »Patient verstorben« auf den Aktendeckel schreibt. Erschöpft lehnt sie sich nach hinten, legt den Kopf in den Nacken und schließt für einen Moment die Augen. In sanften Kreisen massieren ihre Fingerspitzen die noch immer schmerzenden Schläfen. »Das hätte nie passieren dürfen«, seufzt sie traurig. Ein leises Gähnen bahnt sich seinen Weg ihren Hals empor. Die Strapazen der vergangenen Wochen fordern auch bei ihr ihren Tribut. Überstunden standen an der Tagesordnung.
So viele Notfallsitzungen wie in diesem Monat hatte sie sonst in einem Jahr nicht. Schuld daran ist eine seltsame Unruhe, die die Patienten plagt. Viele von ihnen klagen vermehrt über Kopfschmerzen, Übelkeit und nervöse Zustände. Vielleicht die Folgen eines Virus oder einer bakteriellen Erkrankung? Der Schlag einer Glocke ertönt. Dumpf, aber doch deutlich hörbar. Das Geräusch erklingt so unvermittelt, dass Sonja vor Schreck fast von ihrem Stuhl fällt. Was war denn das? Ein Alarm? Oder eine Uhr? Verwundert erhebt sie sich und geht zu ihrer Bürotür. Sie öffnet diese und wirft einen Blick auf den menschenleeren Gang. Ein seltsames Gefühl beschleicht sie. Eine dunkle Vorahnung, die in ihrem Inneren heranwächst wie eine Blume aus ihrem Saatkorn. Unangenehm laut hallen ihre Schritte von den kahlen Wänden der verlassenen Krankenhausgänge. Hallo? Ist da jemand? Auf ihre Frage erhält Sonja keine Antwort. Keine Menschenseele kreuzt ihren Weg. Ein jedes Zimmer, an dessen Tür sie rüttelt, ist verschlossen. Die Umgebung wirkt, als hätte ihr jemand jegliche Farbe entzogen. Hastig reibt sie sich die Augen in der Hoffnung, so den Grauschleier zu vertreiben. Doch nichts geschieht. Sie hat den Eingangsbereich erreicht. Die Lobby und die Rezeption sind verlassen. Keine Spur von Mitarbeitern oder Patienten. Sonjas Blick huscht zur Eingangstür. Wie durch ein Prisma zerteilt sich das durch die Glastüren fallende Licht in seine Spektralfarben. Ein Farbklecks in einer Welt aus Graustufen. Wie ferngesteuert geht Sonja langsam drauf zu. Der grelle Schein blendet sie so stark, dass sie blinzeln muss. Als sie ihre Augen wieder öffnet, steht sie plötzlich auf den Stufen, die hinaufführen zum Eingangsbereich der Klinik. Irritiert sieht sie sich um. Was zum Teufel? Energisch rüttelt sie an der metallenen Klinke der Tür, doch auch diese bleibt ihr nun verschlossen. Allmählich steigt Panik in ihr auf. Irgendetwas Seltsames, Unerklärliches geht ihr vor. Sie befindet sich in einer Situation, die ihr Verstand zu begreifen nicht in der Lage ist. Hektisch kramt sie nach ihrem Handy, doch als ihre Hände ins Leere greifen, trifft sie die Erkenntnis, dass sie das Gerät auf ihrem Bürotisch hat liegen lassen. Ängstlich beginnt sie damit, sich umzusehen. Vor ihr breitet sich eine Stadt aus. Oder ist es das wirklich? Der Komplex aus Gebäuden, der sich vor ihr in den Himmel erstreckt, wirkt surreal und grotesk. Schritt für Schritt steigt sie die steinernen Stufen hinab und beginnt damit, durch die Straßen dieses bizarren Ortes zu wandeln. Die Häuser bestehen zum Teil aus abstrakten Formen, die sie noch nie zuvor in ihrem Leben gesehen hat. Unmöglich zu beschreiben. Andere Bauwerke wirken wie aus einem anderen Zeitalter, erbaut von fremden Kulturen. Doch eines haben sie alle gemeinsam, das Material, aus dem sie erschaffen wurden. An einer Straßenecke unweit der Klinik bleibt Sonja stehen. Mit zusammengezogenen Augenbrauen, die Stirn in tiefe Falten gelegt, betrachtet sie das sonderbare Mauerwerk eines Hauses. Zaghaft streckt sie eine Hand aus, berührt vorsichtig mit ihren Fingerspitzen die Oberfläche. Überraschenderweise ist sie nicht hart wie Stein, sondern weich. Das Material erinnert sie in Form und Beschaffenheit an die graue Haut eines Elefanten. Nur ist sie nicht so fest wie bei diesen Dickhäutern. Sie ist dünn, fast pergamentartig. Sieht man genau hin, kann man unter ihr ein Geflecht aus dunklen Adern erkennen, durch die ein gleichmäßiger Blutfluss rinnt. Angewidert zieht Sonja ihre Hand zurück. Sie rümpft die Nase, lässt ihre Augen über die umliegenden Gebäude wandern. Es mag Einbildung sein, aber diese Bauwerke wirken wie lebendige Wesen. Manche von ihnen verwachsen miteinander, verschmelzen förmlich, wie eine Eizelle mit einem Spermium, um eine noch monströsere Form zu erschaffen. Als Sonja weitergehen will, ertönt plötzlich erneut dieser eigenartige Glockenschlag. Diesmal schriller und in einer ohrenbetäubenden Lautstärke. Die Luft vibriert förmlich unter den bedrohlich anmutenden Klängen. Erschrocken hält sich Sonja die Ohren zu. Es kommt ihr so vor, als würde die Glocke direkt über ihr schweben. Sie legt den Kopf in den Nacken, sieht hinauf in den Himmel. Doch da ist nichts.
Der Schmerz in ihrem Kopf wird immer unerträglicher, je öfter die Schläge ertönen. Es fühlt sich an, als würde ihr jemand einen spitzen Gegenstand durch die Schädeldecke direkt in ihr Gehirn rammen. Und auf einmal herrscht wieder Stille. Eine unnatürliche, fast schon gespenstische Stille. Behutsam lässt Sonja ihre Arme nach unten sinken, jederzeit bereit, bei einem erneuten Schlag die Hände erneut schützend über die Ohrmuscheln zu legen. Doch die Ruhe bleibt. Mit einem Mal ist die Luft erfüllt von herumfliegenden Fetzen organischen Materials. Wie Schneeflocken tanzen die Partikel in einem wilden Tanz auf und ab. Es dauert einige Augenblicke, bis Sonja begreift, dass die Gebäude dieses Material absondern. Es wirkt, als würden sie sich häuten. Stück für Stück blättert die Fassade von den Bauwerken ab. Darunter kommen rohes Fleisch, Muskeln und Sehnen zum Vorschein. Über allem liegt ein spinnennetzähnliches Gebilde aus Adern. Der Anblick erinnert Sonja an einen gehäuteten Körper. Immer wieder zucken die Muskeln, als würden Impulse durch sie hindurchströmen. Übelkeit steigt in Sonja auf und sie muss schwer schlucken, um dieses widerwärtige Gefühl zu unterdrücken. Entsetzt zuckt sie zusammen, als ein Schrei über die Dächer der Stadt hallt. Unmenschlich, animalisch. Ihr Herz hämmert heftig gegen die Brust, pumpt mit jedem Schlag das Adrenalin durch ihre Venen. Gehetzt sieht Sonja sich um. Sie kann spüren, dass sich ihr etwas nähert. Unaufhaltsam und bösartig. Fieberhaft sucht sie nach einer Möglichkeit, sich zu verstecken. Sie entdeckt eine Art Seitengasse hinter einer Art Bushaltestelle oder was auch immer dieser zitternde Fleischberg darstellen soll. So schnell und lautlos es ihr auf ihren hohen Absatzschuhen möglich ist, verschwindet sie im Schatten der Gebäude. Ihr Brustkorb hebt und senkt sich in einem unruhigen Takt, während sie sich fest gegen das bizarre Mauerwerk drückt. Sie kann den regelmäßigen Puls dieser lebendig gewordenen Albtraumstadt in ihrem Rücken spüren. In dem Moment, in dem sie einen Blick um die Ecke riskieren will, bewegt sich etwas in ihrem Augenwinkel auf der Straße. Etwas Großes. Sie zieht sich zurück, schlägt die Hände vor ihrem Mund, um den Schrei zu unterdrücken, der ihre Kehle emporkriecht. Fassungslos sieht sie dabei zu, wie eine riesige Kreatur in gemächlichem Tempo an ihr vorbeizieht. Dieses Monstrum muss in etwa so groß sein wie ein Lastwagen. Leichenblasse, gräulich schimmernde Haut spannt sich über den hageren, knochigen Körper. Wie ein Tier läuft es auf allen Vieren. Seine Gliedmaßen sind unnatürlich lang. Wie die Beine einer Spinne ragen sie aus dem Leib heraus. Der gesichtslose Kopf wirkt humanoid. Wo sich eigentlich Augen und Nase befinden sollten, ziehen sich Hautlappen wie Bandagen über den kahlen Schädel. In seinem offenen Maul blitzen mehrere Reihen winziger, messerscharfer Zähne. Speichel zieht lange Fäden, tropft auf den Asphalt der Straße. Begleitet von einem tiefen, unheilvollen Knurren, bahnt es sich seinen Weg die Straße entlang. Es sieht so aus, als würde es nach etwas suchen. Oder jemanden? Immer wieder steckt es den Kopf in die Luft, wie ein Hund, der versucht, eine Witterung aufzunehmen. Sonja schickt eine Salve von Stoßgebeten in den Himmel, dass dieses Monster sie nicht finden möge. Als sie Geräusche hinter sich wahrnimmt, ist es bereits zu spät. Simon Wolf, Intensivstation des St. Nikolaus, 10 Uhr morgens. Das Gefühl der Angst in seinem Inneren ist unbeschreiblich. Vor seinen Augen verschwimmt alles. Mit starrem Blick schiebt er sich an den Ärzten und Patienten vorbei. Der beißende Geruch des Desinfektionsmittels steigt ihm in die Nase, verstärkt sein Unwohlsein nur noch mehr. Eine eigenartige Kälte hat von ihm Besitz ergriffen. Was ist passiert? Er versucht ruhig zu bleiben, den Arzt nicht anzuschreien, der in seinem schneeweißen Kittel vor ihm steht und seelenruhig auf das Klemmbrett in seiner Hand starrt. Am liebsten würde er ihn schütteln, bis die Worte aus seinem Mund purzeln. Dr. Steinhardt! »Wollen wir uns nicht erst einmal setzen, Herr Wolf?« unterbricht ihn der Doktor. »Ich will mich nicht setzen. Ich will verdammte Scheiße noch mal wissen, was mit meiner Frau passiert ist. Die Frau am Telefon hat keine Details genannt. Es hieß nur, dass Sonja einen Unfall hatte und ich sofort herkommen soll. Erklären Sie mir, was hier los ist, bevor ich ungehalten werde.« Schnauzt er den Chefarzt an, der trotz allem ruhig und professionell bleibt. Die Dunkelheit in Simons Inneren ist kurz davor, die Oberhand zu gewinnen.
Er muss sich stark konzentrieren, um nicht die Kontrolle zu verlieren. Immer lauter und fordernder wird die Stimme in seinem Kopf. Eine unserer Putzfrauen hat ihre Frau heute Morgen bewusstlos in ihrem Büro vorgefunden. Alle bisherigen Tests waren unauffällig. Bisher können wir uns diesen komatösen Zustand auch nicht erklären. Aber wir werden nichts unversucht lassen, ihre Frau und unsere Kollegin wieder zurückzuholen. Geben Sie die Hoffnung nicht auf, erklärt ihm der Arzt sachlich. Ich will zu ihr. Aber natürlich, Herr Wolf. Setzen Sie sich in aller Ruhe zu ihr. Sprechen Sie mit ihr. Weitere Tests wurden bereits angefordert. Sobald wir neue Ergebnisse haben, melde ich mich bei Ihnen. Verabschiedet sich Dr. Steinhardt von ihm, bevor er auf dem Absatz kehrt macht. Der Anblick der bewusstlosen Sonja in ihrem Krankenbett versetzt Simon einen heftigen Stich in die Brust, als er das Patientenzimmer betritt. Sie liegt da, als würde sie einfach nur schlafen, als müsste er sie einfach nur wachrütteln. Mit den Fingerspitzen streicht er über ihren Handrücken. Ihre Haut fühlt sich kalt an. Jegliche Farbe ist aus ihrem Gesicht gewichen. Wie ein Heiligenschein umrahmt das lockige rote Haar ihren Kopf, der sanft auf einem Kissen ruht. Kaum sichtbar hebt und senkt sich ihre Brust bei jedem flachen Atemzug. Ich kann helfen. Sei still, keiner hat dich um Hilfe gebeten, fährt Simon Wolf im scharfen Ton den Schatten an, der soeben neben Sonjas Bett erschienen ist. Einige Sekunden lang geschieht nichts, doch dann schält sich aus dem Dunkel heraus ein Körper. Immer weiter zieht sich der flackernde Schatten zurück, bis er schließlich vollständig verschwindet. Zurück bleibt ein großgewachsener, schlanker Mann. Er trägt einen dunklen, eng geschnittenen Anzug. Das lange, pechschwarze Haar hat er zu einem ordentlichen Pferdeschwanz gebunden. Sei nicht dumm, Mensch. Selbst ein Blinder mit Krückstock würde sehen, dass all das hier nicht mit rechten Dingen zugeht. Es ist kein körperliches Leiden, das unsere hübsche Sonja an ihr Bett fesselt, säuselt er in einem süßlichen Ton. Was willst du tun, Malfas? Hä? Kannst du sie etwa wieder aufwecken? Hoffnung schwingt in Simons Worten mit, doch dieser Funke erlischt sofort wieder, als Malfas hämisches Lachen den Raum erfüllt. Malfas, der Dämon, der seit jenem verhängnisvollen Tag wie Schwefel an ihm haftet. Eine hinterlistige Höllenkreatur, die von den menschlichen Opfergaben lebt, die unwissende Seelen ihr darbieten. Malfas ist ein Teufel, der mit Genuss die Hand beißt, die ihn füttert. Wer weiß, wie viele unschuldige Menschen jetzt tot wären, wenn Simon damals nicht in den Pakt mit ihm eingewilligt hätte. Er und Sonja wären mit Sicherheit nicht mehr am Leben, sondern würden jetzt gemeinsam in der Hölle schmoren. Der Preis, um diesem Schicksal aus dem Weg zu gehen, war hoch gewesen. Aber um die Frau zu beschützen, die er liebte, war er bereit gewesen, diesen zu zahlen. Und das ist er immer noch. Spar dir dein dämliches Lachen und sag mir lieber, was wir tun können, zischt Simon zornig. Du musst mich dafür schon reinlassen. In dieser Form kann ich absolut gar nichts ausrichten, entgegnet Malfas und breitet dabei die Arme aus. Was soll das heißen? Wo soll ich dich reinlassen? Simon spürt förmlich, wie der Dämon mit den Augen rollt. Da rein, wenn ich dich bitten darf, antwortet er und tippt dabei mit dem Finger gegen Simons Brust. Seine spitzen Fingernägel bohren sich dabei tief in die Haut. Du verarscht mich, schnaubt der Kommissar, woraufhin Malfas leise zu kichern beginnt. Entspann dich doch. Ich mache es mir da nur ganz kurz gemütlich, überprüf die Lage und bin schneller wieder raus, als du bis drei zählen kannst. Ohne Haken? Ohne Haken. Ehrenwort, verspricht der Dämon und hebt dabei zwei schlanke Finger nach oben. Deine leeren Worte nützen mir nichts. Ich will eine Absicherung, wie beim letzten Mal, hält Simon dagegen. Die Kreatur vor ihm seufzt schwer. Dein Misstrauen verletzt mich. Aber bitte, wenn es dich beruhigt. In einer theatralischen Geste greift sich Malfas an die Brust, bevor er sich mit dem Nagel seines rechten Zeigefingers ein großes X in die eigene Haut ritzt. Der Buchstabe leuchtet für den Bruchteil einer Sekunde rot auf, bevor er dann wieder spurlos verschwindet. Zufrieden? Darf ich dann jetzt bitte meine Arbeit machen? Brummt der Dämon fast schon beleidigt, woraufhin Simon nur schweigend mit dem Kopf nickt. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass das letzte Mal eine Weile her ist. Bin etwas eingerostet, es könnte daher eventuell ein bisschen unangenehm werden.
aber ich versuche, so sanft und zärtlich wie möglich zu sein. Ah, und noch was. Rühr dich da drüben am besten keinen einzigen Zentimeter. Raunt der Dämon schelmisch, als er seine Hand in Simons Richtung ausstreckt. Warte, wovon redest? Der Rest von Simons Worten verschwindet in einem surrealen Nichts. In dem Moment, in dem Malfas Fingerspitzen ihn berührten, wurde seine Seele förmlich aus dem eigenen Körper hinaus katapultiert. Ungläubig sieht er dabei zu, wie seine menschliche Hülle sich über Sonja beugt und ihr in einer sanften Berührung die Hand auf die Stirn legt. Die Welt um ihn herum ist grau und farblos. Nebelschwaden wabern in der Luft und neben der Umgebung ihre Konturen. Verwirrt sieht Simon sich um. Eine gespenstische Stille umgibt ihn, abgesehen von dem unangenehmen Rauschen in seinen Ohren. Zaghaft geht er einige Schritte, bergt sich hinaus aus dem Zimmer. Menschenleer und endlos lang erstreckt sich zu beiden Seiten der schmale Krankenhausflur. Kannst du mich sehen? Es tut alles so weh. Meine Beine, ich kann sie nicht spüren. Alles ist so schwarz. Überrascht dreht sich Simon in die Richtung, aus der die zitternde Stimme zu ihm spricht. Der Anblick des jungen Mannes, der plötzlich neben ihm steht, lässt sein Blut in den Adern gefrieren. Arme und Beine des Geschundenen sind mit offenen Wunden übersät und seltsam verdreht. In einem unnatürlichen Winkel stehen sie von dem mageren Leib ab, der in einem blutbefleckten Krankenhaushemd gehüllt ist. Blutstropfen rinnen in schmalen Bahnen aus den dunklen, leeren Augenhöhlen. Scheiße, presst Simon in einem angewiderten Ton hervor. Hilfesuchend streckt der Fremde die verkrümmten Finger nach ihm aus. Doch bevor er ihn zu fassen bekommt, wird Simon am Kragen seines Hemdes zurück in Sonjas Patientenzimmer gezogen. Was ist an Rüdig keinen Zentimeter so schwer zu verstehen? Das war knapp. Ich bin soweit fertig. Holen wir dich zurück, bevor noch mehr von diesen widerwärtigen Schmarotzern hier auftaucht. Die riechen eine frische Seele meilenweit. Simon kann den Worten der Höllenkreatur kaum folgen. Zu sehr lenkt ihn dessen Gesicht ab. Es ist zwar sein eigener Körper, der da zu ihm spricht, aber die Formen von Nase, Augen und Mund sind zu einer grässlichen Fratze verzogen. Schwarze, seelenlose Augen fixieren ihn mit festem Blick. Es ist. Hat's dir die Sprache verschlagen? Scherzt Malfas und leckt sich dabei mit seiner gespaltenen Zunge über die Lippen. Ich kann dein Gesicht sehen. Mein Gott, du bist wirklich ein verdammt hässlicher Kerl. Antwortet Simon, ohne dabei auch nur mit der Wimper zu zucken. Einen Moment herrscht Schweigen zwischen den beiden. Dann zieht Malfas die Lippen zu einem diabolischen Grinsen. Du amüsierst mich, Menschenkind. Aber jetzt genug geplaudert. Zeit für dich, in deine Welt zurückzukehren. Er zieht Simon so ruckartig zu sich heran, dass dieser vor Schreck die Augen verschließt. Als er sie wieder öffnet, stellt er mit Erleichterung die Rückkehr in den eigenen Körper fest. Er tastet sich selber ab, nur um auf Nummer sicher zu gehen, dass er wirklich wieder er selbst ist. Siehst du? War doch gar nicht so schlimm, oder? Lacht Malfas neben ihm. Simon kann seine gute Laune keineswegs teilen. Er fühlt sich dreckig und benutzt. Ein schmutziges Gefühl breitet sich in ihm aus, das er am liebsten sofort mit einer heißen Dusche von seinem Körper waschen würde. Ich hoffe doch, dieser verdammte Höllentrip hat was gebracht. Sag mir, dass du was herausgefunden hast, brummt er in Richtung des Dämons. Wie ich vermutet habe, befindet sich das Bewusstsein unserer kleinen Sonja nicht mehr in dieser Welt. Sie wandelt an einem Ort, aus dem selbst ich sie nicht befreien kann, selbst wenn ich wollte. Erwidert Malfas, den Blick fest auf Sonjas reglosen Körper gerichtet. Was soll das bedeuten? Willst du Bastard mir jetzt erzählen, dass alles umsonst war und wir rein gar nichts tun können? Zorn schwingt in Simons Stimme mit, der die Hände zu Fäusten ballt, sodass die Knöchel weiß hervortreten. Achte auf deine Worte, Mensch. Langsam strapaziert dein unverschämtes Verhalten meine Nerven. Es gibt nun einmal Welten, in denen andere Mächte herrschen. Unmöglich für mich, diese zu betreten. Aber wir zwei kennen da jemanden, der das kann. Seine Worte sind nicht mehr als ein Flüstern.
Ein unheilvolles Zischen wie das einer wütenden Schlange. 30 Minuten später, psychiatrische Abteilung des St. Nikolaus, Abteilung B. Patientenakte 01666, Jakob Fischer, geboren am 13. Oktober 1985. Alter bei der Aufnahme 30 Jahre, Geschlecht männlich. Diagnose paranoid-halluzinatorische Schizophrenie, Depression. Erstaufnahmebericht. Der Patient wird in Begleitung seines älteren Bruders Maximilian Fischer freiwillig vorstellig. Beim Anamnesegespräch erzählt der Patient, seit frühester Kindheit an Wahnvorstellungen, Visionen und Halluzinationen zu leiden. Auf Nachfrage, inwiefern sich diese darstellen, berichtet er von körperlosen Stimmen, Dämonen und geisterhaften Erscheinungen. Sein Bruder fügt hinzu, dass auch bereits die Mutter an ähnlichen Krankheitssymptomen litt. Der Patient könne laut eigenen Angaben mit den Erscheinungen und Stimmen agieren und kommunizieren. Er versteht sich selbst als eine Art Empfänger für die, Zitat, Wesen, die zwischen den Welten im Schleier wandeln. Die Intensität und Häufigkeit dieser Episoden habe in letzter Zeit rapide zugenommen. Der Patient leidet seither unter chronischer Schlaflosigkeit und weiteren körperlichen Beschwerden wie starke Migräneanfälle und Übelkeit. Seit 3 Wochen leidet der Patient zusätzlich unter Depressionen und Angstzuständen. Er ist nicht mehr in der Lage, ohne Begleitung das Haus zu verlassen. Sein Zimmer habe er abgedunkelt und vor Geräuschen abgeschirmt. Die letzten sozialen Kontakte außerhalb der Familie liegen mindestens 2 Monate zurück. Auf Nachfrage verneint der Patient, bisher Psychopharmaka oder andere Medikamente zur Behandlung zu sich genommen zu haben. Nach Absprache mit Diplompsychologin Dr. Wolf wird der Patient zur Behandlung in die psychiatrische Abteilung des St. Nikolaus eingewiesen. Aktenvermerk, Nachtrag. Seit der Einweisung hat sich der Zustand des Patienten zunehmend verschlechtert. Er scheint sich immer weiter von der Realität abzukapseln. Therapiegespräche mit ihm verlaufen nur schleppend. Zeitweise reagiert er nicht mehr auf eine direkte Ansprache. Er wirkt abwesend, unterhält sich immer häufiger mit nicht existierenden Patienten, auch während der Therapiesitzungen. In Einzelfällen hatte sein Verhalten negative Auswirkungen auf Mitpatienten und Besucher. Er versteht es als seine Aufgabe, Menschen, Zitat, Botschaften aus dem Jenseits zu vermitteln. Durch sein Handeln verängstigt er seine Mitmenschen immer mehr. Fremd- oder eigengefährdendes Verhalten konnte bisher jedoch noch nicht festgestellt werden. Handschriftliche Notiz des behandelnden Psychologen. Intensive Prüfung nötig. Verhalten könnte lediglich einen Schutzmechanismus darstellen. Gezeichnet S. Wolf. Ende des Aufnahmeberichts. Langsamen Schrittes geht Simon auf den Mann zu, der vor ihm auf der Kante seines Bettes sitzt. Hallo Jakob, ich bin es, Simon. Kannst du dich noch an mich erinnern? Statt einer Antwort erhält Simon nur eisiges Schweigen. Mit gläsernen Augen starrt Jakob Fischer auf die gegenüberliegende Zimmerwand. Vorsichtig geht Simon vor ihm auf die Knie, sucht seinen Blick und versucht, seine Aufmerksamkeit zu erreichen. Doch es scheint noch immer so, als wäre Jakob dieser Welt bereits vor langer Zeit entrückt. Ich bin hier, weil ich dich und deine Fähigkeiten brauche. Mir hast du schon einmal geholfen. Jetzt müssen wir Sonja, also Dr. Wolf, retten. Erklärt er seinem Gegenüber, als würde er mit einem kleinen Kind sprechen. Doch auch diese Worte entlocken Jakob keinerlei Reaktion. Meine Güte, der hat sich mit seinen Medikamenten wohl bereits die letzte Gehirnzelle weggebrannt. Wenn du mich fragst, dann ist das hier reine Zeitverschwendung. Schade eigentlich, er schien mir vielversprechend. Aber so wie der aussieht, kann er nicht einmal mehr bis 3 zählen. Brummt Malfas, der in Form eines Schatten hinter Simon aufgetaucht ist. 1, 2, 3. Fast bleibt Simon der Mund vor Überraschung offen stehen, als Jakob mit klarem Blick in seine Richtung sieht. Doch seine Worte galten nicht ihm, sondern dem Dämon in seinem Rücken, den Jakob mit seinen herausfordernden Blicken taxiert. Oh, sieh an. Das wird ja doch noch interessant. Simon kann Malfas Gesicht zwar nicht sehen, aber dafür spürt er förmlich, wie sich dessen Lippen zu einem breiten Grinsen verziehen. Jakob, Dr. Wolf ist in großer Gefahr. Du bist vielleicht der Einzige, der uns helfen kann, sie zurückzuholen.
Kannst du das verstehen? Obwohl er sich bemüht, deutlich zu sprechen, überschlagen sich Simons Worte fast vor Aufregung. Im Gegensatz zu der Meinung ihres übernatürlichen Anhängsels bin ich nicht total bescheuert. Mir ist schon längst bewusst, dass etwas Seltsames hier vor sich geht. Ich hätte nur nie erwartet, dass es den messerscharfen Verstand ihrer Frau infizieren könnte. Antwortet Jakob überraschend klar. Vollkommen entspannt sitzt er nun da, die Hände in seinem Schoß zusammengefaltet. Mit leicht schiefgelegtem Kopf huschen seine Augen zwischen Simon und Malfas hin und her. »Warum starren Sie mich so an?« Die Frage trifft Simon unvorbereitet. Hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass man sich so gut mit Ihnen unterhalten kann. Bei unserem letzten Aufeinandertreffen haben Sie etwas, nun sagen wir, durcheinander gewirkt und laut den Aufzeichnungen in Ihrer Akte gehörten Sie bisher auch eher zur schweigsamen Sorte Mensch, bringt Simon mühsam hervor. Sein unbeholfener Versuch, nicht allzu beleidigend zu klingen, entlockt Jakob ein trockenes Lachen. Aber, Herr Kommissar, haben Sie etwa ungefragt einen Blick in meine Unterlagen geworfen? Haben Sie in der vergangenen Zeit nicht gelernt, dass man ruhige Menschen nie unterschätzen darf? Wir bemerken oft mehr als alle anderen, denken mehr als wir sagen und geben weniger Preis, als wir tatsächlich wissen, spricht er und breitet die Arme dabei in einer ausladenden Geste aus. Es lebt sich einfacher, wenn man sich seiner Umgebung anpasst. Nun gut, als wir aufeinander getroffen sind, mag es ein wenig mit mir durchgegangen sein. Aber zurück zu Ihrem Anliegen. Ich schätze Frau Dr. Wolf sehr. Sie hat immer einen Blick hinter die Fassade geworfen und mehr gesehen als alle anderen. Also, wie kann ich Ihnen helfen? Als Simon den Mund öffnet, um zu einer ausschweifenden Erklärung anzusetzen, geht Malfas in scharfem Ton dazwischen. Das dauert mich hier alles zu lange. Lass mich das machen, Menschenkind. Und ohne dass Simon noch etwas dagegen tun könnte, bedient sich der Dämon erneut seines Körpers. Du Verdammter! Flucht er vollkommen überrumpelt. Aus dieser seltsamen Schattenwelt heraus beobachtet er Malfas dabei, wie dieser im Besitz von Simons Körper seine Hände um Jakobs Kopf legt. Ein heftiger Ruck geht durch den Mann, dessen zitternder Körper sich unnatürlich nach hinten durchbiegt. Seine Augen rollen so weit nach hinten, dass nur noch das Weiß der Augäpfel zu sehen ist. »Was machst du denn da?« brüllt Simon durch das Rauschen der Anderswelt hindurch in Malfas Richtung. Seine eigene Stimme klingt leise und dumpf. »Ich lasse ihn sehen, was ich gesehen habe.« Albtraumstadt. Eine schlanke Hand legt sich von hinten auf Sonjas Mund, um den erschrockenen Schrei zu unterdrücken, der ihr fast über die Lippen gekommen wäre. Mit vor Angst weit geöffneten Augen versucht sie panisch einen Blick auf die Person zu erhaschen, die sich von hinten fest gegen sie presst. Ihr adrenalingeladener Körper entspannt sich ein wenig, als eine vertraute Stimme leise in ihr Ohr flüstert: »Bitte versuchen Sie ruhig zu bleiben, Frau Doktor. Ich nehme jetzt meine Hand runter.« Pfeilschnell dreht sich Sonja um, nachdem der Mann hinter ihr seinen Griff gelöst hat. »Jakob!« keucht sie irritiert auf, doch ihr Gegenüber legt sich nur eine Hand auf die Lippen und signalisiert ihr mit einer Geste, ihm zu folgen. Ängstlich wirft sie einen Blick auf die Straße, bevor sie einen Schritt in Jakobs Richtung macht. Dieser dreht sich erschrocken um, als das Geräusch von Sonjas klackerndem Absatz ertönt. Den Blick gesenkt verzieht sie das Gesicht und hebt in einer entschuldigenden Geste die Hände nach oben, bevor sie sich ihrer Schuhe entledigt. Der Asphalt fühlt sich seltsam unter ihren nackten Füßen an. Sie kann spüren, wie irgendetwas nur wenige Zentimeter unter ihr zu pulsieren beginnt. Als würde ein Fluss unter ihren Fußsohlen entlanglaufen. Barfuß tappt sie hinter Jakob her, verschwindet gemeinsam mit ihm in den Schatten des verzweigten Netzwerks aus engen Gassen und Seitenstraßen. »Schöne Grüße von Ihrem Mann, soll ich ausrichten?« flüstert Jakob, nachdem sie eine Weile schweigend nebeneinander hergeschlichen sind. Sonjas Kopf schießt so schnell in seine Richtung, dass ihre roten Locken leicht zu wippen beginnen. »Simon? Woher? Ich verstehe gar nichts mehr. Was hat das alles zu bedeuten? Was machst du überhaupt hier?« Die Fragen sprudeln nur so aus Sonja heraus. Die Gedanken schwirren wie ein aufgeregter Schwarm Vögel durch ihren Kopf. Die Kopfschmerzen werden immer stärker, sodass sie die Befürchtung hat, ihr Schädel könnte jeden Moment zerplatzen. »Das kann er Ihnen alles in Ruhe erklären, wenn wir es hier herausgeschafft haben«, winkt Jakob ab.
Was ist dieses hier? Raunt sie und sieht sich dabei angsterfüllt um. Das Erscheinungsbild der Gebäude wird immer bizarrer, je weiter sie sich durch das faulige Herz dieses unwirklichen Ortes vorarbeiten. Manche der Gebäude sondern eine eigenartige Substanz ab, die in dicken Tropfen an den fleischähnlichen Hauswänden hinabrinnt. Auf den ersten Blick erinnert es Sonja an eine Art Wundflüssigkeit. Ein fauliger Geruch liegt in der Luft, die plötzlich zu vibrieren beginnt. Erschrocken zieht Sonja den Kopf ein, als wieder der schrille Schlag der Glocke ertönt. Diesmal scheint sie noch näher zu sein, so ohrenbetäubend laut ist das Geräusch. Im Gegensatz zu der Psychologin, die die Befürchtung hat, dass es jederzeit ihr Trommelfell zerreißen könnte, scheint das alles Jakob nicht aus der Ruhe zu bringen. Ungerührt bleibt er stehen, den Blick unbeirrt weiter geradeaus gerichtet. Dreimal schlägt die Glocke, dann herrscht wieder Stille. Doch diese Ruhe ist nur von kurzer Dauer. Die Welt um sie herum beginnt sich erneut zu verändern. Der faulige Geruch wird stärker. Angewidert hält Sonja sich die Hand vors Gesicht. Der beißende Gestank kündet von Tod und Verwesung. Das Fleisch der Bauwerke verändert sich. Es verfärbt sich in einem dunkelgrauen, stellenweise schwarzen Farbton. Über manche Wände zieht sich eine pelzige, grüne Schicht, die sich wie ein Schimmelpilz unbarmherzig durch das verrottete Fleisch dieser Stadt frisst. Von manchen Dächern wachsen pflanzenähnliche Stränge. Wie ein Netzwerk pulsierender Adern schaffen sie geflechtartige Verbindungen zwischen den einzelnen Bauten. Noch immer scheint das alles Jakob nicht im Mindesten zu beunruhigen. Seelenruhig setzt er seinen Weg fort, als würden sie gemeinsam nur einen kleinen Spaziergang unternehmen. Während sie schweigend nebeneinander hergehen, betrachtet Sonja ihren Patienten eingehend. Er wirkt verändert, gar nicht wie der verschlossene Jakob, den sie aus den Therapiesitzungen kennt. Gesünder sieht er aus. Keine Schatten mehr unter den Augen, keine eingefallenen Wangen. Seine Haut trägt einen gesunden Teint, ist nicht mehr so kränklich blass. Als wäre er eine Blume, die an diesem trostlosen und unwirklichen Ort erst aufgeblüht ist. Vorsicht! Zischt Jakob leise und drückt die in Gedanken versunkene Sonja unsanft mit dem Rücken gegen die nächste Häuserwand. Sie spürt, wie eine widerwärtige Feuchtigkeit durch ihre Kleidung dringt. Jakob hat seine Kiefer so fest aufeinander gepresst, dass die Wangenknochen überdeutlich hervortreten. Irritiert folgt sie mit ihren Augen seinem angestrengten Blick. Was sie sieht, lässt ihr die Haare zu Berge stehen. In einigen Abstand zu ihnen bewegt sich eine kleine Gruppe albtraumhafter Gestalten die Straße entlang. Die Kreaturen sehen aus wie Kinder, klein und schmächtig. Und sie sind bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Fetzen verschmorten Fleisches hängen von ihren hageren Körpern, die nur noch zum Teil in den Überresten ihrer verkohlten Kleidung gehüllt sind. Vereinzelt hängen dunkle Haarsträhnen von ihren sonst kahlen Schädeln. Manche von ihnen ziehen einen seltsamen organischen Strang hinter sich her, der wie die Reste einer Nabelschnur aus ihren Bäuchen wächst. Schlangenartig windet er sich zwischen ihren Beinen hindurch. Ihr Gang wirkt abgehackt. Fast schon mechanisch. Schlurfend bewegen sie sich fort, sondern dabei hohe Töne ab, die entfernt an das Weinen eines Babys erinnern. »Was um Himmels Willen ist das?« presst Sonja hervor. In ihren Worten liegen blanke Panik und Ekel. »Nachtmare«, flüstert Jakob. »Was für Dinger?« »Diese Albtraumstadt wurde erschaffen aus den Ängsten und Sorgen der Menschen«, Panik und Zweifel haben all das hier heranreifen lassen und nähren diese Welt. Die Kreaturen, die diesen Ort bevölkern, nennt man Nachtmare. Jeder Mensch, der seinen Weg hierher findet, ist ein weiterer Baustein, der neue Gebäude und seine eigenen Monster erschafft, erklärt Jakob. Als die Schar verbrannter Wesen vorbeigezogen ist, gibt er ihr ein Zeichen, ihm weiter zu folgen. Woher weißt du das alles? Wir haben keine Zeit für Erklärungen. Sagen wir einfach, das ist nicht das erste Mal, dass ich hier bin, antwortet er leise. Du bist schon mal an diesem Ort gewesen? Platzt es ungläubig aus Sonja heraus. Psst! Ja, ich bin schon des Öfteren durch diesen und andere Orte gewandelt. Wissen Sie, die Erzählungen in meinen Therapiegeschichten entstammen nicht dem ausgekochten Verstand eines geistig kranken Menschen, sondern entsprachen stets der Wahrheit.
erwidert er im scharfen Tonfall, das Sonja augenblicklich zum Schweigen bringt. Je weiter sie vorankommen, desto mehr verändert sich das Bild der Stadt. Der Abstand zwischen den zuvor so eng beieinander stehenden Gebäuden wird immer größer. Bäume und Pflanzen, die wie arbeitende Organe wirken, brechen aus dem dunklen Teer heraus. Unkrautartige Schlingen winden sich wie dickes Gewürm am Rand des Weges, züngeln nach Sonjas nackten Knöcheln, als sie an ihnen vorbeischreitet. Als sie an einem mächtigen Baum vorbeischreiten, bleibt Sonja abrupt stehen. Jakob, ist das etwa... Die Augen weit aufgerissen starrt Sonja auf den dicken Stamm des Gewächses. Knorrige Äste ragen nach oben, strecken sich den Himmel entgegen, als würden sie verzweifelt nach etwas greifen wollen. Das Holz des Baumes wirkt wie rohes Fleisch, von dem sich deutlicher was abhebt. Es ist ein menschlicher Körper, über den sich eine rot schimmernde Substanz wie eine zweite Haut gelegt hat. Es sieht aus, als wären Körper und Pflanze miteinander verschmolzen. Dürre Arme, deren Finger sich im Todeskampf zu Klauen verkrampft haben, ragen ausgestreckt aus dem Baumstamm heraus. Das Gesicht der jungen Frau ist zu einer grässlichen Totenmaske verzerrt, der Mund zu einem stummen Schrei weit aufgerissen. Sonjas Herz wird schwer. Sie streckt eine Hand aus, um das Gesicht der Toten zu berühren. »Nicht anfassen«, mahnt Jakob sie und greift nach ihrer Hand, bevor ihre Finger ihr Ziel erreichen. »Das ist Fiona«, beantwortet er ihre Frage noch, bevor sie diese überhaupt stellen kann. »Ich habe wirklich versucht, sie zu retten, aber es war einfach schon zu spät. Diese Stadt verschlingt Seelen, Frau Doktor. Wer hier stirbt, dessen Tage sind auch in der Realität gezählt. Kommen Sie, wir haben es fast geschafft.« Mit ausgestrecktem Finger deutet Jakob auf ein Gebäude, dessen mächtige Turmspitzen hoch in den Himmel ragen. Es ist eine Art Kathedrale, ein gotisches Bauwerk, das unheilvoll und düster über allem thront. Im Gegensatz zu den anderen Bauten besteht seine Fassade nicht aus organischem Material, sondern echten Backsteinen. Als Sonja hinter Jakob durch die hölzerne Tür tritt, die mit kunstvollen Schnitzereien verziert ist, verstärkt es ihr für einen Moment die Sprache. Der gesamte Innenbereich der Kathedrale ist aus unzähligen Knochen erbaut worden. Das müssen die Gebeine tausender von Menschen sein. Zu beiden Seiten der Eingangstür stehen fast zwei mannshohe Abendmahlskelche, bestehend aus Schädeln, Schulterblättern und Beinknochen. Die Rundbögen sind ebenfalls mit einer Vielzahl blank polierter Schädel bestückt. Das Gewölbe und die Wände sind geschmückt mit mehreren Girlanden aus skelettierten Häuptern und Oberarmknochen. Gigantische Knochenberge zieren beidseitig die Seitenschiffe. »Mein Gott«, haucht Sonja, den fassungslosen Blick an einen Kronleuchter geheftet, der von der Mitte des Daches hinunterhängt. Der sechsarmige Lüster enthält nahezu sämtliche Knochenarten des menschlichen Körpers und dürfte 3 bis 4 Meter groß sein. »Gott war niemals hier«, brummt Jakob leise, während er zwischen den Sitzbänken entlang schreitet, die aus Wirbelsäulen und Beckenknochen zusammengebaut sind. »Das ist der Platz, mit dem alles begonnen hat. Anfang und Ende dieser Welt. Hier ist der Energiefluss am stärksten. Genau das, was wir brauchen, um sie wieder zurück in ihren Körper zu schaffen.« Zwinkert Jakob Sonja zu, die zitternd die Arme um ihren Körper geschlungen hat. »Und du?« »Ich brauche solche Hilfsmittel nicht. Mir ist das Wandeln in den Welten auch ohne möglich. Da gibt es so einiges, was Sie nicht von mir wissen, Frau Doktor.« Zwinkert er ihr mit einem fast schon schelmischen Lächeln zu. »Wenn ich bitten darf?« Mit einer ausladenden Geste deutet er auf eine Tür, die sich versteckt hinter einem Altar befindet, auf dem ein großes Kreuz aus Armknochen steht. Sie wirkt absolut fehl am Platz. Das lackierte Holz schimmert in einem grellen Rot, das sich deutlich von dem ergrauten Weiß des restlichen Inventars abhebt. Auch sonst will die Tür nicht zum Rest passen. Sie wirkt viel zu modern, fast schon neuzeitlich. »Wer sich in einer solchen Hölle befindet, der sollte immer nach etwas Ausschau halten, was da nicht hingehört«, sagt er beiläufig und drückt die Türklinke hinunter. Ein grelles Licht blendet Sonja so sehr, dass ihr die Tränen in die Augen schießen. Angestrengt blinzelt sie dagegen an, versucht etwas zu erkennen, aber außer der gleißenden Helligkeit ist nichts zu sehen. Plötzlich bewegt sich etwas hinter ihnen.
Langsam, fast wie in Zeitlupe, schält sich aus dem Schatten eines Seitenschiffes heraus eine grauenerregende Kreatur. Ein wahr gewordener Albtraum. Der Körper, eine Mischung aus Hirsch und Bestie, mit Klauen anstatt Hufen. Dort, wo sich der Kopf befinden sollte, ragt der Oberkörper eines verwesenden Menschen aus dem Hals mit 4 Paar Armen. Ein Paar streckt sich einem Geweih ähnlich nach oben, während das andere lose nach unten baumelt. In geduckter Haltung pirscht sich das Monstrum an sie heran, die leuchtend gelben Augen fest auf die beiden Menschen gerichtet. Scheiße! Noch bevor Sonja auch nur einen klaren Gedanken fassen kann, wird sie von Jakob durch die offene Tür gestoßen. Bevor alles um sie herum verschwimmt, kann sie sehen, wie sich die Bestie auf Jakob stürzt. Eine Explosion aus Rot, dann herrscht nur noch Schwärze. Simon Wolf, Intensivstation des St. Nikolaus, 0:01. Erleichterung und Freude bahnen sich ihren Weg in Form eines leisen Lachens aus Simon heraus, als Sonja ihre Augen öffnet. Wie von der Tarantel gestochen, schnellt er aus dem unbequemen Plastikstuhl hervor, den er sich neben Sonjas Krankenbett gestellt hat. »Hey, du! Willkommen zurück!« begrüßt er seine Frau, die sich orientierungslos umsieht. Er streicht ihr eine Strähne hinter das Ohr und drückt ihr einen Kuss auf die kalte Stirn. »Wo bin ich?« Ihre Stimme ist nicht mehr als ein gebrochenes Flüstern. »Nicht aufstehen. Du bist im Krankenhaus, auf der Intensivstation«, erklärt ihr Simon in beruhigendem Ton. Als sie versucht, sich aufzurichten, drückt er sie sanft zurück auf die Matratze. Sie schließt für einen Moment die Augen, denkt nach. Plötzlich scheinen die Lebensgeister zu ihr zurückzukehren. Trotz Simons Mahnung setzt sie sich ruckartig auf, eine Aktion, die sofort mit einem starken Schwindelgefühl quittiert wird. »Jakob«, ruft sie erschrocken aus und sieht dabei mit großen Augen zu Simon. »Ich sehe gleich nach ihm, aber erst einmal sorge ich dafür, dass ein Arzt zu dir kommt«, entgegnet er und tätschelt dabei die Schulter seiner Frau. »Schön, dass du wieder hier bist.« Er spürt Malfas Atem im Nacken. Warm streicht er über sein Ohr, als der Dämon ihm zuflüstert: »Da ist etwas mit ihr in diese Welt gekommen.«